Servus, liebe Freunde der gepflegten War Thunder Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen, ich nenne es absichtlich Bonus-Video, weil ihr kennt das ja, jeder von uns hat diese epischen Runden, ja? Ihr spielt und es kommen dabei diese Runden raus, die erstens total spannend sind, zweitens, in denen alles läuft und drittens, die ihr dann auch noch überlebt, also in denen ihr nicht ein einziges Mal sterbt. So eine Runde möchte ich euch jetzt zeigen. Ich will gar nicht so viel spoilern, außer zwei kleine Punkte. Erstens, gespielt mit diesem Panzer hier, dem T-34-747R, also dem Beute-T-34 der Deutschen. Den habe ich euch hier auf meinem Kanal schon mal gezeigt. Und ich glaube auch schon mal eine Empfehlung ausgegeben, wer einen Panzer sucht bei den Deutschen, mit denen man ordentlich Silver Lines farmen kann, der ist mit diesem Gefährt hier ziemlich gut bedient. Und zweitens, das andere ist, diese Runde zeigt auch wunderbar, was dieser Panzer hier aushalten kann. Das ist, ich sage es euch gleich, nicht die Regel. Dieser Panzer platzt genauso häufig, würde ich jetzt behaupten, wie alle anderen Panzer auch, wenn man halt eben weiß, wo man ihm hinschießen muss. Also ich bin hier in diesem Panzer auch schon ja, an den wirklich krassesten Stellen durchschlagen worden. Unter anderem hier vorne direkt, ja, von einem Sherman. Hier vorne direkt, oder auch eigentlich direkt hier an der angewinkelten Platte. Also an Stellen, wo man eigentlich denkt, okay, da sollte die Granate eigentlich explodieren oder zumindest nur Schaden machen, aber nicht durchgehen und den ganzen Panzer auseinanderreißen. Also das Ding ist nicht unzerstörbar, nein, aber er kann tatsächlich ziemlich viel fressen. Gleich vorab, die Runde ist auch nicht kommentiert. Ich glaube, man muss sie auch nicht kommentieren, sie spricht sehr für sich. Lasst mir dazu gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. Am Ende zeige ich euch auch noch die Punkteverteilung und wünsche euch jetzt viel, viel Spaß beim Zuschauen. Auch bitte nicht vergessen, Video gerne bewerten mit einem Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und klar, in Sachen War Thunder auf meinem Kanal, wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt, einfach auch gerne ein Abo dalassen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und na klar, auch gute Unterhaltung.